sind wir wieder beim nächsten Spiel. Diesmal die richtig krassen Decks. Wieder dabei, der Kevin. Servus, Freunde. Wir haben die richtig krassen Decks ausgepackt mit Storm und PR Reanimator. Ja, davor hatten wir Omnitail gegen Lance. Da. Wir haben eine sehr schöne Meta, die ist auch überhaupt nicht Kombo-verseucht gewesen zu der Zeit. Nee, zu der Zeit war ganz schlimm tatsächlich. Ja. Also, da hat man mittlerweile, da waren Wortkotze, da hatten wir Tage dabei, da hatten wir 4 Reanimate-Spieler im Raum. Ja, das war eine schöne Zeit. Ja, dann spielst du Maverick und denkst dir so, wo sind die fairen Decks? Wo sind die Delver-Spieler? Wo sind die Delver-Spieler? Ja, wo ist mein Deathrite, meinst du? Ja, und ach, ich erinnere mich nicht daran. Grund, warum ich angefangen habe, Legacy zu spielen tatsächlich. Ja. Auch fast ein Jahr hatte ich ihn noch und dann ging er dahin. Ja. War kein Verlust für Maverick, das finde ich auch. Kein Mulligan von beiden. Okay. Da kam erstmal ein Chancellor-Trigger. Ja, wir sollten vielleicht auch mal anfangen, das Spiel zu kommentieren. Nein. Das ist Reanimate. Genau, das ist so. Okay. Chancellor-Trigger. Genau. Den Duress hat der Mark reingespielt. Ach, den kenne ich übrigens hier, den Mark. Das ist ein Netter. Nee, den habt ihr gar nicht verdient. Oh. Dann kommt Fetch auf Badlands. Badlands, ja, das ist richtig. Und da liegt noch ein Paddle. Und dann fragen, es ist ein Paddle, was es da liegt. Auf jeden Fall ein Paddle, was da liegt, ja. Also man muss bei dem Matchup so ein bisschen gucken, was beim Reanimator-Spieler runtergelegt wird. Während der Reanimator-Spieler es runterlegt, kann man es noch erkennen. Okay. Das sollte ich mal mehr Augen für den Monitor haben als für dich. Oh. Ja. Oh. Ja, bei den pinken Hüllen, die der Reanimator-Spieler hat. Er spielt ja mit pinken Hüllen, ey. Das ging jetzt so schnell, ist ein Looting, würde ich mal behaupten. Ja, haha. Was hat er denn auf der Hand? Er hat auf jeden Fall einen Fetchland auf der Hand. Da ist noch ein Chancellor. Der geht. Und, oh, ein Tidehold. Ja. Oh, der ist voll. Da habe ich so ein kleines Auge mittlerweile dafür entwickelt. Ja, da hört so. Also bei Vollkarten hört es bei mir auf. Das ja, voll Tidehold, das ist schon ganz gut. Da kommt noch ein Fest-Looting. Jawohl. Eine Unmask. Zwei Fetchländer. Okay, ein Fetchland geht. Und ein Darkrid geht. Okay. Warum dann noch eine Unmask auf den Gegner. Mit einer Cable Therapy. Oh, das ist ein gutes Unmask. Da muss das Ad Nauseum gehen. Ansonsten wäre das nächste Runde Ad Nauseum. Da spricht der Storm-Spieler. Ja, es ist. Ich sehe halt immer erstmal nur so, okay, Mana ist da, Cantrips ist da, Ad Nauseum. Ja, tatsächlich hätte ich es auch als Nicht-Storm-Spieler weggeschmissen. Ja. Musst du einfach gehen. Ja, sieht der Dominik auch. AKA Lukas. AKA Lukas. AKA Lukas. Wir haben einfach zu viele Dominics in der Gruppe, deswegen wurde einfach einer umbenannt. Tatsächlich heißt er hier dann Dominik. Das hat mich sehr verwundert, als ich das zuerst gelesen habe. Ja, klar. Weil ich ihn nur unter Lukas kenne. Ja, aber man muss ja auch mal die offiziellen Namen da hinschreiben. Da steht auch nicht Blacky. Stimmt. Sonst müsste ich ja auf dem Channel ja auch Blacky da stehen haben. So heißt jetzt Marc. Ja. Und bei mir wird dann irgendwann oben Kevin stehen. Mit Doppel-L. Ja, bitte. Ein bisschen exotischer gehalten. Ey. Ja. Ich könnte auch den Schurit da hinknallen. Nee. Internet-Synonym. Internet? Was ist dieses Internet? Das ist so eine Modeerscheinung aus den frühen 90ern. Das hält sich nicht lang. Gut. Das hält sich nicht lang. Ich dachte schon. Nee, das hat keine Zukunft, glaube ich. Ja, sehe ich auch nicht. So was wie Storm gegen Reanimator. Ja, es ist halt wirklich. Also man sitzt hier so ein bisschen nebenbei und schaut so zu beim Cantrip, Land Go, Cantrip. Oh. Und dann kommt beim Reanimator-Spieler nichts. Land Go? Ja. Dann kommt, ich glaube, ein Pond auf. Ne, auch nur Land Go. Das ist ein Grizzlebomb, glaube ich. Ja gut, er muss jetzt mal Fetchland, okay. Gucken, dass er was hat. Ah, Faces Looting. Faces Looting im Friedhof. Flashback, dafür wahrscheinlich auch der Fetch, ja. Ich denke, das ist aber auch eine gute Idee. Ja gut, der Fetch war jetzt ja, nötig. Ja. Faces Looting mit 3 Mana. Die Karte ist einfach zu stark für Modern, sollte gemannt werden. Ist. So. Ja, gut. Da, guck mal. Seht ihr das? Mit dem Stift oben auf dem Deck, damit man sich daran erinnert, dass man End of Turn fetchen möchte. Pfiffig. Oder zumindest eine Abkeep. Ja, Felsblutigen. Gibt noch einen Chancellor. Das sind echt eine Menge Targets, aber halt keine Reanimate-Spells. Da muss man echt. Reanimator 8. Wie viel hat drin? 4, 8, 12. 12 sein. Genau. Da kommt noch ein Unmask. Oh. Da wäre tatsächlich die nächste Runde kill gewesen, glaube ich. Das sehe ich nicht. Doch.
Das war der Tutor, wenn du... Genau, wenn man keine Handkarten mehr hat. Okay, dann hättest du eins, zwei... Land gespielt, Ding gespielt, das gespielt. Was hättest du dir getutort? Pass and Flames. Pass and Flames. Und wärst du weitergegangen, weil du hast das Ethnosium... Genau, Darkrid, Ethnosium, ja, okay. Pendril, Brainstorm. Hätte man machen können. Irgendwas. Plus Tutor plus Tendrils wäre der Kill tatsächlich gewesen, ja. Ja. Ich sehe ihn dann auch irgendwann. Ich brauche dann immer noch ein bisschen länger. Land go. Dafür müsste ich mir mal deinen Storm schnappen und das mal ein bisschen spielen. Aber da kommt nochmal Death Looting. Die beiden Decks machen absolut nicht das, was sie tun sollen. Nee, so gar nicht. Das sind so Turn 1, Turn 2 Kill-Decks. Und da wurde ein Nierenmaid-Spell gediscardet. Okay. Bedeutet, da ist ein zweiter auf der Hand. Aber warum discardet er ihn? Ja, weil er muss. Achso, er hat nur noch eine Handkarte da unten. Die, alles klar. Jetzt wäre natürlich so ein Duress oder so ein Ding richtig vernichtend. Ja. Der Duress wäre jetzt gut, dann sorgt sich's. Da ist ein Fauzis. Ich weiß jetzt nicht, was es gewesen ist, aber auf jeden Fall ist es weg. Ja, er hat es auch nicht so begeistert dann in den Friedhof gelegt. Er war auch nicht so begeistert von, nein, aber das passiert halt. Da kommt Preordain, die beiden Karten kennt man ja schon, durch Brainstorm werden beide runtergelegt, neue Karte gezogen. Und go. Das ist ein Darkrid? Ja, Darkrid von der Das ist auch nicht so, okay. Also tatsächlich waren beide Decks jetzt gar nicht so. Ja gut, die Ludwigs hatte ja mittlerweile alle geflashbackt, ja. Da hat er auch keinen mehr. Land go. Das ist auf jeden Fall sehr lächerlich. Oh, da kommt ein... Doch, da kommt noch. Da ist ein Exhum. Die Karte in der Mitte müsste... Ah, nee, ist ein Grizzlebrand oder Exhum sein. Ich habe bei den Promokarten noch so ein bisschen das Problem, dass ich das nicht ganz sehe. Da geht das. Es scheint auf jeden Fall ein Exhum. Ja, es müsste ein Exhum sein. Was, ja. Das ist... Exhum. Beide Spieler kriegen eine Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Ja, genau. Oder? Ja. Da ist ein Chancellor. Weiß jetzt nicht, ob das die beste Wahl war mit dem ganzen Mana, dass der Stormspieler da liegt. Nee, denke auch nicht. Oh. Ja gut, jetzt mit Reanimate, jetzt wird es langsam. Natürlich. Nimmt er den zweiten Chancellor? Okay. Ja. Musste er auf jeden Fall, weil jetzt ist es fast unmöglich für den Stormspieler da noch draus zu kommen. Gut, jetzt auf alle Fälle, aber vorher wüsste ich jetzt nicht, dass ich den genommen hätte. Tar, mehr Länder, das ist natürlich schon bitter. Idee. Trigger. Das gleiche auf einem Leben. Boah, das ist schon... Chancellor sind Trigger, da muss er selbst dran denken. Genau, ist jetzt nicht wie bei Thalia, wo du eins mehr zahlen musst, sondern es wird gekontert, wenn man nicht eins mehr bezahlt. Okay. Also man legt es rein und wartet, wenn er nichts sagt, dann ist es geschehen. Genau. Das passiert auch oft genug, dass man das macht. Ja, ich kenne das auch. Das ist schon ganz gut tatsächlich. Ja, ja schon sowas das dran. Ist jetzt, ich weiß noch nicht, was da im Friedhof gerade gesucht wird. Und es wird schneller, es wird überlegt. Ja, es wird wirklich irgendwie überlegt. Ich glaube, es geht darum, ob man die Cave Therapy flashbacken möchte. Okay, okay, man mildet sich einfach um zwei. Da ist noch eine Cave Therapy drin. Der Stormspieler auf einem Leben. Möchte man jetzt Cave Therapy spielen, um ihm Darkrids auf der Hand zu nehmen? Das ist die Frage jetzt gerade. Ich denke schon. Weil mit Darkrid, Tendrils könnte er halt immer noch auf gut Mana kommen. Und die Darkrids kosten halt 3 und geben 3. Die würden einfach durchcyclen, tatsächlich. Ja. Die Frage ist, welche Karte man halt wirklich in dem Moment ansagt. Ich würde auf jeden Fall das Darkrid nehmen oder das Kabar-Ritual. Das Kabar-Ritual wäre natürlich auch noch richtig gut. Das kostet 2 und gibt 5. Also in dem Moment 4 und gibt 5, genau. Also man nimmt entweder das Darkritual oder das Kabar-Ritual. Ich glaube, das ist auch hier gerade die Überlegung, welche der beiden Rituale man nimmt, um mehr zu treffen. Und deswegen trifft es Darkritual, ja. Da ist nur ein Kabar-Ritual auf der Hand, das macht dann nichts mehr und... Ja, okay. Damit hat Reanimator in Turn 20. Spät, auf Dank alle Dank Chancellor Fälle. Eine Runde gewonnen. Genau. Dank Chancellor, ja gut, ja. Der ist auch gegen Storm. Der ist gegen Storm sehr, sehr, sehr gut, ja. Tatsächlich, ja. Keine Thalia, aber. Genau. Jetzt die große Preisfrage: Was boardet man rein? Ist das ein Mountain gewesen? Habe ich das gerade richtig gesehen, aber ein Mountain? Ich hätte jetzt fast gesagt, es war ein Wake, aber. Nee, du hast gar keinen Sinn. Mountain. Also das ist der Magus of the Moon. Ja, Magus of the Moon. Grave Titan. Abrupt Decays. Storm, Reanimate hat gar nicht so viel, was er boarden kann. Wofür die DK ist gegen LED? Die DK ist gegen das zweite LED. Da ist beim Stormspieler ist ein Karakas aus dem Sideboard reingekommen.
zwei Echoing Truth und eine Chain of Vapor. Ja. Es dürften rausgehen ein Discarder, zwei Preordains und wahrscheinlich das zweite Past the Flames. Ja, brauchst du nicht. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher, dass das mein Boarding war. Das vom Stormspieler. Ja. Und okay. Ja, bei dem Reanimator-Spieler sind wahrscheinlich ein paar Fastburner-Sachen. Er hat es ja kurz gezeigt, ins Bild genau. gehalten. Da war hier dieser blaue Dude mit den Permanent Bouncen. Wie heißt er? Wo du eben noch gesagt hast, der ist so schön voll. Ja, der Tyrant. Ja, Tidesport Tyrant. Der geht auf jeden Fall raus. Gesehen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht im Matchup, ja. glaube ich. Da ist der einfach nicht gut genug. Gut. Jetzt gucken wir mal. Jetzt Storm Runde 1, Lilele. Da machst du halt auch als Real-Match-Spieler nichts, wenn du keinen Chancellor zeigst. Korrekt. Wenn der Chancellor gegen kommt, da kommt erstmal Mulligan. Ah, okay. Das ist schon mal nicht so gut. Nee, mit Storm willst du das, glaube ich, nicht. Nee. Dann brauchst du jede Karte für genau, jede Karte tut dir einfach weh. Der Real-Match-Spieler scheint auch. Nee? Doch. Oh, er guckt der ist mal. Auch auf jeden Fall ja, also zufrieden. Ich gehe mal davon aus, er macht auch jetzt einen Mulligan. Das wäre auf jeden Fall sehr strange, wenn er dann noch sagen würde, er keep. Ja, nee, dann. Aber wenn ich die Karten ziehe, dann halte ich die Hand auf jeden Fall. Ja, das ist aber auch so. Man ärgert sich dann. Man sollte sich die Karten gar nicht angucken, wenn man dann eh in den Mulligan reingeht. Ich mach's ja auch. Dann guckst du dir deine Hand an und denkst dir so, jetzt noch ein Fetchland ziehen, dann wäre die einfach. Dann guckst du dir die Karte an, wäre es ein Fetchland gewesen, dann ärgerst du dich. Ja, und vor allem beeinflusst es deine nächsten, das nächste Mal, wenn du Mulligan nehmen würdest, wenn du nur noch einen Fetchland bräuchtest, dann denkst du, ja, dann komm. Dann denkst du, ich erinnere mich daran, pack ja eins obendrauf. Könnte dann ganz schnell mal nach hinten losgehen. Ist es vielleicht auch schon mehrfach bei mir. Gut, dann also beide auf 6 mit dem neuen Mulligan, der, glaube ich, beiden Decks ganz gut steht. Ja, das auf alle Fälle. Also ich denke tatsächlich, das BR Reanimator wurde ja direkt als so das stärkste Deck mit diesem Mulligan deklariert, wobei ich denke tatsächlich, dass viele andere Decks auch gut davon profitieren. Ja, ich habe ja am Anfang super gegen den Mulligan gehatet mit Maverick, da habe ich ja noch das Maverick gespielt, weil ich gedacht habe, komm, die ganzen unfairen Decks, die freuen sich einen Keks darüber und aber im Nachhinein muss ich sagen, dass es auch eine Maverick ganz, ganz gut getan hat, weil du die Antworten, die Hate-Karten einfach besser finden konntest. Ja. Ja, Start vom Game, einfach nur Land Go, dann kam Lotus Petal und ein Faceless Looting, Discarded, oh Gott. Eine Bestie und ein Unmask, das heißt nichts Gutes. Da kommt ein Unmask. Boah, das ist gut, das Unmask. Chain of Vapor würde eine Kreatur zurück auf die Hand geben, die muss er auf jeden Fall discarden, wenn er an die Bestie rankommen möchte. Für ein blaues? Für ein blaues, genau. Ja, dann genau. Geht das jetzt wahrscheinlich auch und dann kommt die Bestie. Ich glaube, das ist dann auch schon. Nee, da ist anscheinend kein Land. Das ist gut, das ist gut. Das ist dann so, es fängt voll cool an. Aber da war dann, vielleicht hat er gedacht, im Draw das Land. Ja, genau, nice. Das ist dieses, als ich gerade eben geguckt habe, waren ja Länder auf dem Draw. Wovon wir es gerade eben hatten. Okay, jetzt kommt der Discard vom Stormspieler. Genau, ein Faceless Looting. Das daneben kann ich schon nicht mehr erkennen. Ah, ein Animate Dead. Animate Dead und Shenanigans. Bitte was? Shenanigans. Für 2 Mana Destroy Target Artifact Dredge 1. Okay. Aus dem. Ich weiß gar nicht, ob es ein Deck. Ist es aus dem Modern Horizons? Ist es aus dem Modern Horizons. Okay. Genau. Ja, interessant. Vor allem, er hält dann noch mit dem Animate Dead. Das kostet auch noch 2 Mana. Er wartet jetzt ja, auf ja. zwei Land Drops. 2 Land Drops. Das ist ganz gut. Ja, dann geht das Reanimate auch noch durch Southseas weg. Da ist man relativ safe als Stormspieler. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man auch jetzt früher oder später noch zum Kill kommt. Ja, man hat das hart disrupted. Ich sehe 2 Petals, ich sehe einen Echoing Truth. Jetzt hat man natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwas. Oh, da kommt das Land. Erste. Ja, aber gut, die Petals kannst du jetzt auch nicht runterlegen, ne, weil du brauchst jeden Trigger, den du ja, jetzt genau, auf genau, der Hand halten kannst. Also es ist tatsächlich im Storm immer ganz ätzend. Einfach nur ein Fetch auf dem Land, okay.
Da kommt dann das dritte Land. Normalerweise will Storm jetzt gewinnen. Aber ich glaube, mit der Hand ist es nicht möglich. Ich habe jetzt nicht so genau im Blick. Das ist, glaube ich, ein Petal. Es dürfte noch ein Preordain sein. Zwei Petals. Zwei Petals, okay. Gut, da ist das Entomb. Das Entomb, es liegt, glaube ich, schon eine ziemlich gute Kreatur mit der Bestie im Friedhof. Man könnte jetzt noch einen Grizzlebrand reinhauen, einfach nur um, ja, kommt auch, einfach nur um einen zu haben und die Leben zu generieren. Man will mit dem Grizzlebrand in den Matchups selten ziehen. Okay. Egal wie sicher man sich fühlt, weil man am Ende einfach mal überrannt werden kann, wenn man noch auf 4 Leben ist. Man will, denke ich, da schon schauen, dass man eher einfach Leben generiert, ja, wie sonst was. Macht er ja gut, also wenn du kriegst ihn drauf, greifst einmal an, gehst 7 Leben hoch, das ist schon, das ist auch schon für Storm dann wieder eine Ansage, ne? Das, ja, sind genau. 4 Trigger mehr. Ja. Das, die musst du erstmal haben. Da war ein Landdrop. Da war ein Landdrop. Ich glaube auch nicht, dass man Shenanigans in dem Matchup wirklich boardet. Aber das war, glaube ich, kurz nachdem Horizon rauskam. Oh, das Reanimate in Top Deck. Mhm. Gut. Geht er auf die Bestie? Nein. Nein, er geht auf den Grizzlebrand. Das war wahrscheinlich jetzt sein Ende. Weiß ich nicht. Das Problem ist ganz einfach, er hat halt, wenn er jetzt zieht und eine Menge discarden kann, ist das schon ziemlich gut. Gut, wenn er jetzt zieht, er könnte jetzt auf 4 Leben gehen, hätte noch ein mit einem Reanimate. Nee, dann killt er sich selbst. Ja, genau, das ist halt. Das ist, was war das? Draw of 7, das ist Cable Therapy. Ansage anscheinend nicht getroffen. Oh, das ist eine gute Hand. Dark, das ist eine gute Hand. Angesagt. Ja. Ja gut, da ist noch der Tutor mit bei, das sollte eigentlich. Flashback Cable Therapy, okay. Für den Grizzlebrand-Opfer. Das ist natürlich ballsy. Für die Petals. Ja. Was will er machen? Du hast den Bounce auf der Hand. Ja, aber der hält einen noch davon ab, mit dem Tutor was zu machen. Duress. Duress, ja gut. Axiom, Antum, Animate, das sind 2. Ich glaube, da nimmt man das Axiom statt das Animate Dead, weil das Axiom die Kreatur bei vollem Leben wiederholt, ja, das Animate Dead eben nicht. Mit einem vorne weniger, ne? Ja. Kostet halt beides 2. Ja. Okay. Hätte er nicht den Tutor wegschmeißen können? Ja, aber dann hätte er nicht reanimaten können. Doch, hätte er. Klar, hätte er reanimaten können. Hätte nicht gebaut. Er hätte noch einen reanimate. Oh mein Gott, das war ein Top-Deck-Karakas. Oh mein Gott. Das ist sehr wieder schön. Der Grund, warum ich dieses Karakas einfach schon Mainboard liebe. Ich spiele das so gerne da drin. Ja, Side. Wo spielst du Sideboard. Ich spiele es im Sideboard. Das ist einfach dieses. Man kann einfach so Miracles von der Top 10. Das ist einfach so gut. Okay. Möchte ich jetzt echt den spielen? Ja, John Job. Was sucht man da? Das zeigst du uns jetzt. Wahrscheinlich ist Tendrils. Du spielst Storm. Ich weiß nicht, was du tust. Ich weiß nicht, was du tust. Ad Nauseam, okay. Okay. Ja gut, das ist bei 17 Leben schon ganz gut. Kann man ruhig mal machen, ne? Genau, wenn der Gegner jetzt natürlich noch ein Discard hat, dann wird es halt langsam echt ätzend, aber ja, da kommt Lotus Petal, 3 Mana, Land, Faces Looting aus dem Friedhof. Ja, die Zuchtbestie hätte übrigens schon gewonnen. Ja, ja, ich denke auch tatsächlich. Einfach auch, weil sie nicht auch legendär. Genau, sie wäre nicht legendär, das ist halt schon der Punkt. Also das Legendäre, aber man rechnet auch nicht mit einem Karakas aus dem Sideboard. Nee, aber gerade gegen Storm ist, wenn du weißt, der Gegner muss am Ende von jedem Zug seine Hand discarden, das ist einfach. Nee, das ist sehr, sehr, sehr stark. Da kam der Discard. Ja, Care Therapy. Da ist ein Land. Tutor würde jetzt gewinnen für den Stormspieler tatsächlich. Der Tutor? Ja. 3 hast du noch? Ja, Tutor into Tendrils würde jetzt das Spiel gewinnen. Ja. Die 4 Mana sind auch. 6 brauchst du, die hast du. Genau. An Bord. Soweit ich weiß, spiele ich auch ein Bayou. Ein Bayou?
Ja. Jetzt die große Preisfrage. Brauchst du, wofür brauchst du die Grünpfeile gerade? Nicht. Ich brauche die wohl nicht, aber ich brauche sie. Jawohl. Die guten Draws. Nimmt man da das Cable Therapy weg, oder? Ja. Denke, oh, weil es halt auch sehr super sinnlos ist. Ist daneben, glaube ich, ein Grizzle? Nee, ein Abrupt Decay. Okay. Ja gut, das ist genauso uninteressant. Brainstorm. Wo ist der Tutor? Das war, glaube ich, ein Preordain oder ein Ponder, was immer ich da hatte. Ein Passing Flames. Ist ja auch mal ganz nett. Passing Flames wäre auch ziemlich gut, tatsächlich. Würde aber, glaube ich, auch nicht gewinnen. Doch, würde gewinnen. Nee, würde es nicht. Ich glaube, ich habe in dem ganzen Spiel kein einziges Dark Red bisher gesehen. Da ist ein Preordain. Ich habe nicht alle drei rausgebordet, sondern nur zwei. Bottom, einen Top, willst du haben, Draw, Ponder. Oh, nehme ich den Ponder mit, da komme ich tiefer. Diamond gesehen. Okay, gehe ich einmal. Jetzt wird gemischt. Einmal mischen. Okay. Und mit abheben. Ja, ja. Also oh, jetzt wird's gut. Also ich gebe den Omnitel-Spielern so immer ihre Ember coole. So. Ja. Steffen auch ein Lied von singen, so hier immer, wie für einen Ember cool. Zack. Na, Fast Looting. Davon hat man auf jeden Fall sehr viele gesehen. Das ist ein Dark Red. Ja, Wahnsinn, ne? Also die drei Flashbacks, ja. Das müsste jetzt das vierte tatsächlich sein, wenn ich das mit. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel gewesen. Aber ich glaube, es ist immer noch nichts dabei gewesen, was irgendwie Musk gemacht hätte. Ich glaube, es ist ein Dark Red. Dark Red? Ja. Dark Red, Dark Red. Nee, Dark Red Flashback. Okay. Aha. Man hätte noch zwei Mana im Pool für Anthem Reanimate oder für einen Reanimate-Spell. Das ist schon ganz gut. Warum nicht? Ja. Man hat noch Mana im Pool. Oh ja, da kommt ein Reanimate-Spell. Das ist gut. Die Frage ist, was man denn jetzt geht. Man könnte jetzt den Chancellor noch nehmen. Ja. Um sie zu verteidigen oder einfach die Bestie. Ich denke, die Bestie hätte hier wesentlich mehr gebracht. Die hätte vorher schon mehr gebracht, tatsächlich. Ja. Da. Die ist ein bisschen unterschätzt. Okay, Lion's Eye Diamond. Trigger für 1. Zahlt mein Mana für. Oh mein Gott. Tutor hält man Priorität. Lässt erst den Trigger da noch resolven. Zahlt das, knackt Lion's Eye Diamond. Holt sich Tendrils. Und ist Tendrils und hat genau 5 Mana, um den plus den Trigger zu bezahlen. Das war knapp, das war jetzt aber. Ja, man muss dazu sagen, der Chancellor hat vorne die 4 durch ja. Das Animate Dead und du warst noch auf 14 Leben da. Ja, ja. Also tatsächlich wäre da die Ding ganz gut gewesen, die, die Bestie wieder. Ja. Ich denke tatsächlich auch, dass es ein sehr guter Punkt gewesen wäre, die Bestie dorthin zu setzen. Ich freue mich wie jeden Reanimate-Spieler, der sowas nicht aus seinem Friedhof holt, sondern mir was dahin legt, war es einfacher zu beantworten. Mit Karakas zu beantworten, ist genau. Aber auch hier war es jetzt nicht so einfach tatsächlich, das Matchup. Keins der beiden Decks hat so diese Fast-Start irgendwas gemacht. Keins der Decks hat irgendwie Turn 2 oder Turn 3 gewonnen oder irgendwas gemacht. Ja, ja. Das ist schon beeindruckend. Viel Discard von beiden Seiten, ja. Die so die Gameplans zerstört haben. Ja, da muss man halt sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, dass das halt nicht Legacy halt nicht dieses Turn-1-Format ist, was man halt immer denkt. Weil wenn man ja. Nicht hätte, man hat hier sehr schnelle Combo-Decks, aber selbst die schaffen es nicht immer oder auch sehr selten eigentlich, diese Turn 2, Turn 3 Kills von der Leine zu lassen. Ja. Ich meine, wir haben es gesehen im Game davor mit Omnitel, das letzte. Spoiler-Alarm, oh Gott. Ja, genau, das ist vollkommen okay. Da können sich die auch noch angucken, die es nicht gesehen haben, können jetzt mal kurz das Video pausieren, das andere gucken und dann wieder ja. Zurückkommen. Zum Beispiel. Aber guckt es euch komplett an, ein gutes Game. Das ja. Ist natürlich möglich, aber man hat das ganz oft. Sonst dann muss ich jetzt auch. Die Schande von gestern erzählen, dass ich mit dem Omnitel vom Steffen gegen einen Mono-Red Agro Standard-Deck verloren habe, weil okay. Ich Turn 1 Shauntail gespielt habe und einen Omniscience reingelegt habe und nie wieder was gefunden habe, sonst mit dem Omniscience spielen können und eigentlich einfach kaputt geprügelt hat. Gegen Standarddeck auch ja, schön. Ja, gegen Standarddeck. Danach habe ich dann aber Turn 1 und Turn 2 Kills hintereinander hingelegt und dann war meine Blamage auch schon weg, aber das war halt schon, die Blamage war halt trotzdem da. Es ist halt dieses, man verliert mit einem der Gatekeeper. Also wenn du das Deck nicht schlagen kannst, möchtest, also nicht irgendwas gegen dieses Deck hast, brauchst du eigentlich nicht auf ein Turnier ja. Gehen. Ja, ja, und dann verliert man einfach die erste Runde gegen einen Monored Standard. Deck. Das war sehr peinlich. Okay. Wir haben jetzt einen Mulligan vom Stormspieler. Reanimator-Spieler scheint glücklich zu sein. War das ein Bofors-Stück? Das war ein Bofors-Stück. Das war der legendäre Bofors-Stück. Ich muss mal gucken, wo meine eigene ist. Vielleicht nehme ich den mit nach Bologna. Ich weiß es noch nicht. Ja, oh ja. Ja, ich habe getrockt tatsächlich. So, eine Karte runter und dann starten wir mal.
Haben wir einen Chancer-Trigger? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben Fetch auf Duel. Man kann sich's ja leisten in dem Matchup. Ja, alle Duels auf Board. Da war noch ein Duel, oder? Ja, es war ein Bayou. Ah, okay. Das will er nicht. Nee. Das Bayou ist, glaube ich, nur für die Abrupts drin. Und für dieses Verzauberungszerstörerteil, was sie manchmal im Cyborg spielen. Mir fällt der Name nicht ein. Gut, die DKs hat er zwar geboardet, ich kann es ja, nicht ganz nachvollziehen. Die DKs und die Shenanigans sind einfach auch, glaube ich, nicht so gut, dass man die boarden möchte. Aber ich glaube, er hat einfach sonst nichts. Wollte ich gerade sagen, was hast du im Reanimator Sideboard? Ich habe es nicht gespielt. Tatsächlich fast gar nichts. Ich war am überlegen, ob man die Magus of the Moon spielen könnte, einfach um die Fetchländer und so weiter abzuschalten. Könnte halt auch was Gutes sein. Uff. Die Hand macht gar nichts vom Stormspieler. Warum hält denn der Idiot die? Ja, keine Ahnung. Amateur. Okay, die Hand macht echt gar nichts. Macht ein bisschen Mana, macht ein bisschen Discard und macht ein bisschen Bounce. Aber die gewinnt nicht. Jo. Da ist ein Pitch von einem Grizzlebrand gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe, für das ja. Anne. Das heißt aber, da muss noch einiges Gutes dabei jetzt rumkommen. Hat er nicht auch einen Chancellor auf der Hand? Nicht. Ist das da vorne? Das ist doch, das ist der Chancellor. Hat er keinen Trigger angesagt? Nee, oder? Doch. Nee. Hat angefangen. Er hat angefangen, hat aber keinen Trigger angesagt. Müsste der Trigger vergessen worden sein. Das ist natürlich schon hart. Da kam noch ein Chancellor. So, ja, das sind die. Da hast du wahrscheinlich gerade an den Trigger noch erinnert. Ja, genau. Also so die Hand bewegen. Da kam Petal, dann kommt jetzt wahrscheinlich Fetch, Thoughtseize. Ja, und da geht der Reanimate. Oh, das wäre bitter. Da kommt ein Endhump. Da würde ich jetzt wahrscheinlich noch eine Bestie reinknallen. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er gespielt hat. Iona wäre eine Karte, die man hätte boarden können. Tatsächlich. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass er die Zuchtbestie in den Friedhof legt, weil er hat im Game davor auch nicht mit das der Potenzial von ihr gesehen. Genau, genau. Das ist halt ich glaube nicht, okay. Dass er sie dann. Das ist nur ein Swamp aus Graveborn, wunderschön. Das ist ja das Schöne an dem Deck, man kann so viel aus diesen Graveborn-Decks schöpfen. Genau wie bei dem Storm-Deck oder auch bei Sliver-Decks tatsächlich. Mhm. Weil es gibt diese Premium-Decks von gefühlt 1980, aber gezählt wahrscheinlich so 2010, 2011. So Premium-Graveborn-Deck. Das Graveborn-Deck kenne ich tatsächlich bei den anderen. Das andere war dann Premium-Deck Lightning, da waren haufenweise Burn-Spells drin. Mhm. Wir können mal gucken, ob wir unseren allgemein beliebten Burn-Spieler mal auf die Kamera kriegen. Der hat fast, also 80% seiner Karten sind aus dem Deck, glaube ich, raus. Ach ja, unser Rote, ja. Genau. Und dann gibt es noch das Sliver-Deck. Das ist aber leider ziemlich kacke gewesen. Schade eigentlich. Sliver sieht man sehr selten. Ja. Wir sind aber auch leider aktuell nicht mehr so gut, weil aktuell einfach Fionen nicht so gut sind. Und Creature-Decks einfach. Ja, Random Six freut sich drüber. Ja, oder Dark Depths halt auch. Dark Depths freut sich drüber. So. Wir haben jetzt immer noch einen Grizzlebrand mit Draw 7 nach einem Exu. Ah. Das ist schon ziemlich krass. Das ist auch das nicht so Spiel gut. Eine Karte, die man gerade jetzt nicht kennt und sonst Mana. Genau. Und zwar schlechtes Mana. Ja. Ja, dann. Darkrit, mehr Mana. Danke, das Haus. Genau, das Lines and Diamond. Wenn jetzt natürlich ein Storm kommen würde, das wäre natürlich gut, das wäre trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, würde Liefel sein. Also jetzt ein Tutor wäre halt immer noch Liefel. Ja. Immer noch. Oder? 5. Ja, jetzt ein Tutor wäre immer noch Liefel. Einfach weil er noch auf 11 Leben ist. Aber jetzt der Tutor wäre auf 4 Leben. Storm. Jetzt geht er auf 4, okay. Ja gut, jetzt ist... Gerade eben der Tutor wäre mehr als gewesen. Man hätte Darkrit... ich vergesse mal nochmal die Storms, Trigger plus... Achso, ja klar. Pass and Flames. Und Pass and Flames. Das wäre schon gegangen. Oh ja, ja das ist sehr gut jetzt. Das ist, es ist immer noch möglich, wenn man jetzt von der Top das Tendrils zieht, einfach Petal Tendrils zu machen. Das wäre natürlich jetzt so, da kommt eine Bestie, die man discardet. Da ist eine Iona, die wird gediscardet. Ja, das ist schon. Iona wurde auch geboardet. Okay. Ja. Gut, dann Tendrils. Nein? Schade. Da das hat hätte ich aber tatsächlich auch jetzt ganz schön die Hand zerpflückt in einem. Ja, ja genau. Das ist, macht bei Reanimator ganz gerne. Jetzt auf 11 Leben hochgehen. Stormspieler auf 10 Leben fühlt man sich auch nicht so wohl. Ich glaube, ich sehe einen Reanimator auf der Hand.
Es wäre halt jetzt Reanimate auf Iona, auf Black, wäre halt schon ganz gut. Und Abrupt Decay macht, glaube ich, nicht viel. Ja, Reanimate. Ja. Da kommt Reanimate auf die Iona. Dann kommt die Iona. Wahrscheinlich auf Schwarz. Und dann kommt GG wahrscheinlich. Vermutlich. Sinus kommt jetzt Karakas von der Top. Into Tendrils. Into alles. Ich hab jetzt nochmal kurz geguckt, vielleicht ja, Austin nee. Flames gezogen. Nee, da wird aufgegeben. Hat Schwarz noch Austin Ding mehr gemacht? Nauseum war noch da, ja. Ja gut, 2-1 für Reanimator. Das ist halt ein sehr knappes Matchup für beide Spieler, denke ich. Das ist, alle drei Spieler haben nicht annähernd das gemacht, was die Decks machen wollten. Tatsächlich nicht. War es sogar mal ganz nett anzugucken, obwohl ich kein Fan von beiden Decks bin. Nee, überhaupt nicht. Ja, deshalb. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Hoido.